Unsere erste Lernsequenz beschäftigt sich mit Driving Change. Die Führungskräfte, die in unserem Programm gestartet sind, haben ein Entwicklungsprogramm, ein Projekt sich überlegt und werden jetzt mit der entsprechenden Kompetenz ausgestattet, Change Management zu betreiben, um dieses Projekt zum Erfolg zu bringen. Das beinhaltet natürlich ganz klar Begeisterung, Veränderungsenergie erzeugen, also Modelle wie Change Story oder Golden Circle spielen hier eine wichtige Rolle. Wir wollen uns aber auch mit neuen Organisationsformen beschäftigen, also dynamikrobuste Unternehmen ist ein Stichwort, fluide Organisation, Netzwerkorganisation. Was kann ich davon übertragen in meine Organisation, in mein Team eventuell? Das Ganze natürlich ganzheitlich angeguckt, nachhaltig ausgerichtet, viel Anspruch, ich weiß, aber das ist genau das, was wir unter Next Level Leadership verstehen. Der Transfer in die Praxis in dieser Sequenz wird insbesondere sein, dass wir Change Management Kompetenz entwickeln, die wir dann in unsere Organisation übertragen. Ganz pragmatisch für einen Teilnehmenden wird es wahrscheinlich sein, wie kann ich mein Team begeistern? Also auch rhetorisch oder in einer Ansprache, in einer Teamansprache.